Herzlich willkommen zum abschließenden Teil in Lektion 4. Sie haben bisher Ideen zur inhaltlichen und methodischen Weiterentwicklung Ihrer Lehre erhalten. Lehrende an Hochschulen finden oft widersprüchliche Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit vor. Teilweise gibt es rigide Richtlinien, in manchen Bereichen wiederum fehlen Vorgaben vollständig. Ich möchte Ihnen daher Denkanstöße anbieten, diese Rahmenbedingungen an Ihrer Hochschule nicht einfach nur hinzunehmen, sondern sie mitzugestalten und damit beizutragen, den bewussten Umgang mit Diversität auch an Ihrer Hochschule zu stärken. Sie erhalten in diesem Video Anregungen, wie Sie auf unterschiedlichen Organisationsebenen, in formalen und in informalen Prozessen und in strategischen Projekten Ihre Hochschule diversitätsfairer mitgestalten können. Ich werde Sie zum Abschluss auch einladen, hochschulpolitische Grundsatzfragen in Ihrem Wirkungskreis einzubringen und damit Ihre Hochschule inklusiv und divers weiterzuentwickeln. Was in diesem Kurs bisher für Ihre Lehre präsentiert wurde, können Sie als Mitglied Ihrer Hochschule ebenso außerhalb der Lehre einbringen. Auch in Ihrem Team gibt es Menschen unterschiedlicher Herkunft, auf verschiedenen Karrierestufen oder mit Prägungen, zum Beispiel in Bezug auf Geschlechterrollen. Thematisieren Sie einen fairen Umgang mit Diversität daher auch im Austausch mit KollegInnen, in Arbeitsgruppen oder in Projektmeetings. Fragen Sie Kolleginnen, wie Sie Diversität gestalten und machen Sie methodische Vorschläge für den Ablauf Ihrer Arbeitstreffen. Regen Sie auch Weiterentwicklung bei zuständigen Stellen an der Hochschule an, in Abteilungen für Hochschuldidaktik, bei Lehrservices, Digitalisierung oder auch in der Personalentwicklung, bei den nominierten Personen, Kommissionen oder Gremien für Studiengänge, bei Hochschulleitungspersonen, die für Lehre verantwortlich sind. Die Kultur der Zusammenarbeit an Hochschulen wird sowohl durch formale Instrumente als auch informelle Praktiken geprägt. Unter informellen Praktiken verstehe ich Muster in der Zusammenarbeit, die so gut funktionieren, dass sie zu ungeschriebenen Gesetzen werden, wo die richtige Art des Denkens, Fühlens und Handelns vorgelebt, eingefordert und auch weitergegeben wird. Diese Muster können Sie in Ihrem alltäglichen Tun mitgestalten, indem Sie sich auch anders verhalten und so die ungeschriebenen Gesetze unterlaufen und erweitern. Verwenden Sie diversitätsfaire Sprache. Fragen Sie in Meetings Personen um ihre Meinung, die sich nicht dominant verhalten. Erweitern Sie den Pool von Personen bei Ihrer Einladungspolitik für Tagungen. Durchbrechen Sie Rollenstereotype bei Erwartungen an KollegInnen. Auf der formalen Ebene wird die Zusammenarbeit an Hochschulen beispielsweise durch Strategiepläne, durch Leitbilder, Profilbildung geprägt. Machen Sie sich kundig, inwieweit die inklusive und diverse Hochschule und der konstruktive Umgang mit Diversität in diesen zukunftsweisenden Dokumenten Ihrer Organisationseinheit und Ihrer Hochschule abgebildet sind. Regen Sie an, dort mehr Inklusion mit aufzunehmen und fordern Sie auch ein, dass im Alltag umgesetzt wird, was in Leitbildern geschrieben steht. Alle Hochschulen entwickeln ihre Organisation systematisch weiter. Dies findet in Projekten beispielsweise zur Studierbarkeit, zur Nachhaltigkeit, zur Digitalisierung, aktuell zur Third Mission, dem gesellschaftlichen Engagement von Hochschulen statt. Bringen Sie Ihre Ideen für inklusive Hochschullehre, aber auch weitergehend für eine diversitätsfaire Zusammenarbeit in diese Entwicklungsinitiativen ein. Wenn Sie eine Anstellung an der Hochschule haben, verhandeln Sie sich für Mitarbeit in strategischen Projekten auch Zeit und Ressourcen aus. Wenn Sie über die Lehre hinaus keine Anstellung haben, erkundigen Sie sich, wer in Ihrer Hochschule in diesen Projektgruppen teilnimmt und deponieren Sie dort Ihre Anregungen zur Diversität. Welche Projekte geplant sind oder durchgeführt werden, erfahren Sie unter anderem, wenn Sie sich mit den Steuerungsinstrumenten der Hochschule beschäftigen. Sowohl auf den Internetseiten der zuständigen Ministerien als auch Ihrer eigenen Hochschule finden Sie zum Beispiel institutionelle Zielvereinbarungen oder Leistungsvereinbarungen sowie Entwicklungspläne oder Hochschulstrukturpläne. Berufen Sie sich auf diese Dokumente und regen Sie Ideen an, wie diversitätsfaire Lehre gestärkt werden kann. Auch hochschulübergreifend gibt es Möglichkeiten, sich einzubringen.
bei Initiativen engagierter Lehrender wie beispielsweise arbeiterkind.de oder Projekten von Hochschulverbünden wie Promovieren mit Limit der Österreichischen Universitätenkonferenz finden Sie Ansprechpersonen. Die deutschen Landeshochschulkonferenzen, die Wissenschaftsstiftungen, die Schweizer Hochschulkonferenz oder der Europäische Universitätsverband betreiben strategische Projekte sowohl zur Diversität als auch zur Lehrentwicklung. Sehen Sie all diese Ideen als Anregung, sich je nach Interesse 1 bis 2 Punkte zu überlegen, wie Sie außerhalb Ihrer Lehre aktiv werden können. Viele andere KollegInnen in zuständigen Stellen und mit Interesse für Gleichstellung und Fairness tun das auch. Hochschulen entwickeln sich in diesem gemeinsamen Engagement weiter. Abschließend möchte ich Sie noch auf einige Grundsatzfragen hinweisen, auf die Sie auch in Ihrem Hochschulumfeld stoßen werden. Der konstruktive Umgang mit Diversität unterstützt Kreativität, erhöht Arbeitszufriedenheit und auch die Chancengleichheit. Gleichzeitig befördert Diversität aber auch Konflikte und Spannungen. Je unterschiedlicher Mindset, die Sozialisation, Werte und Erfahrungen von Menschen in einer Gruppe sind, desto mehr Irritationen können möglicherweise wechselseitig ausgelöst werden. Um produktiv zusammenarbeiten zu können, wird Zeit benötigt fürs Kennenlernen, für die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen persönlichen Zugängen. Alle, die bereits in interdisziplinären Projekten gearbeitet haben, wissen um diesen erhöhten Zeitaufwand. Aber auch um den Mehrwert, der entstehen kann, wenn ausreichend Zeit für das Finden von gemeinsamen Positionen, von gemeinsamen Zielen und Haltungen da ist. Als letzter Punkt, inklusive und diverse Hochschulen stehen in einem gewissen Spannungsfeld zu Exzellenzerwartungen. Wenn Exzellenz ausschließlich verstanden wird als hoher, schneller wissenschaftlicher Output. Wenn Sie sich also allgemein mit Inklusion und Diversitätsfairness an Hochschulen beschäftigen, stellen sich grundsätzliche Fragen nach Zweck und Ziel der Institution. Kommen nur exzellente Personen, egal welcher Herkunft, in eine wissenschaftliche Karriere? Oder sehen wir Hochschulen als Organisationen, die möglichst vielen Menschen den Zugang zu Bildung und Wissenschaft ermöglichen? Wie kann die Hochschule das Ziel der Herstellung von Chancengleichheit verfolgen, wenn Diversität Auseinandersetzung und Zeit braucht und damit wissenschaftliche Produktivität kurzfristig vielleicht verlangsamt? Welchen Beitrag zur gedeihlichen Weiterentwicklung von Demokratie und Gesellschaft erwarten wir von Hochschulen? Als inklusive und diverse Organisationen können sie ein wichtiges Übungsfeld für den Umgang mit Unterschiedlichkeit insgesamt sein. Das braucht Bewusstheit und braucht Zeit. Beteiligen wir uns alle daran und nehmen wir uns Zeit dafür, um auch Exzellenz in der konstruktiven Zusammenarbeit miteinander zu erreichen.